Heute bei Vancamper 65. Mittwochmorgen und wir sind jetzt in Halle 2C bei Dopfer, Bimobil und Robel. Und die Fahrzeuge gucken wir uns jetzt mal ein bisschen an. Das ist jetzt so ein EX366, der quasi so eine seitliche Sitzgruppe hat. Ich darf jetzt gerade bloß nicht rein, weil zu wenig Standpersonal da ist. Hinten gibt es dann das Bett zum Ausziehen und die schöne Spüle. Jetzt geht's hinein in den EX420. Gleich am Eingang füllt es dann auf, sind zwei Einzelbetten, die man dann aber auch zu Stauraum nur umbauen lassen kann. Kleiner Tritt an der Seite und hinten ist dann die Dusche verbaut, auch mit Edelstahlwanne. Wunderbar. Der Nature Head. Quasi der gleiche Grundriss vom Bad wie bei den anderen Bimobilen auch. Und nach rechts geht es dann an zwei Schränken vorbei. Eine riesige Vierersitzgruppe face to face. Auch wieder mit dem Schwenktisch und der großen Veranda nach draußen. Und einem riesigen Querbett im Alkoven mit massig Stauraum und schönen Lichtle. Oder die Sitzgruppe, Jimmy ist auch da, und die schöne Küche. So. Und eine klasse Aussicht. Und es sind dann die Schränke an der Eingangstür, riesig geräumig, und da unten dann noch der doppelte Boden, jeweils auch noch mit Fächle, und da vorne der Durchgang zum Cockpit. Der EX420, nur mal von außen mit der Schibi und einem riesigen Laderaum. Jetzt sind wir drin, das ist quasi ein Heckbett, hinten noch mit kleinem Stauraum, dann die schöne Sitzgruppe an der Seite. Ich mach mal zu. Ja, das ist gefährlich. Dann. Drehen und hoch. Das ist bewusst ein bisschen festgemacht, ein bisschen hochgegangen. Die schöne Sitzgruppe mit dem Tisch und wo man dann wirklich an der Seite schön sitzen kann, hier quasi mit dem Außentisch am LHX 428. Chibi liegt wieder im Bett und wir gehen mal noch geschwind
in die Toilette mit der Naturehead Trinktoilette und natürlich auch Bimobil typische Möbel wieder verbaut und die Dusche mit schönen Edelstahlwanne und zwei Abläufen. Was halt hier ist, tatsächlich, ihr seht es jetzt, Chibi kommt runter. Da musst du jetzt einen großen Schritt machen. Genau. Entweder so oder auf die unterste Stufe noch oder rückwärts halten. Das ist dann quasi der Nachteil von dem Ganzen. Aber insgesamt natürlich auch zu groß für uns, das Fahrzeug. Und hier nochmal. Genug Solar auf dem Dach, große Batterien. Ne? Das ist aber das Flaggschiff von Bimobil im Expeditionssektor. Und dann die Heckgarage zum Kurbeln mit den Fahrrädern. Der HR380 mit der Heck-Rundsitzgruppe und dem Hubbett oben. Und dann auch Bad und Durchgang. Schon ganz gern. Chibi in der Rundsitzgruppe. Jetzt sind wir drin in dem 380. Das Bad mit Banktoilette, aber auf Wunsch natürlich auch Trockentrenntoiletten. Wie gesagt, bei Bimobil ist alles möglich auf Kundenwunsch. Und auch hier schöne Dusche drin, die Bimobil-typischen Möbel. Der Kollege hat es gerade gesagt, aufgrund des Hubbetts hat man natürlich dann keine Oberschränke und nur bedingt Stauraum dann. Das ist dann eher ein Reisemobil als dann so ein Expeditionsmobil, wo man halt dann doch mehr Stauraum dann braucht. Aber auf jeden Fall auch eine interessante Alternative mit dem Hubbett. Das Hubbett fährt elektrisch runter, stoppt dann auch automatisch. Und dann sieht das Ganze so aus mit 2 Meter. Auf 1,50. Das war dann der HR380. Da haben wir verschiedene Schichtstoffe, sagen wir so 5 oder 6 verschiedene. Und das Holz ist immer gleich, oder? Ja, und Holz haben wir in dem Fall haben wir jetzt Erle. Mhm. Wir können Eiche, Ahorn, Buche, Walnuss, alles was es im Prinzip gibt. Und wie ist die Lieferzeit? Ja, aktuell, wenn wir jetzt mal beim Daily 4x4 bleiben, gute 2 Jahre. Mhm. So, und jetzt habe ich mal hier mal geschwind ein Bad gezaubert, nämlich da gibt es auch noch schöne Türchen zum Absperren. Ihr könnt ruhig weiter schwätzen. Die schöne
Heck Rundsitzgruppe. Tolles Holz. Ah, das stimmt. Schau mal, du schön, hast da schön mit den mit Füßen. Ganz schön ranmachen. Wohnlich. Netter Verkäufer. Hier nochmal ein anderer Fahrzeugtyp. 5 cm. Und es sind halt so die Kleinigkeiten, die begeistern. Zum Beispiel hier, zack. Und das Ding ist aufgeräumt und man hat den Spritzschutz. Der ist jetzt im Vergleich zum anderen Modell, wo wir gerade waren, mit einem Seitenbad, welches gleich ins Bild kommt bei der Chevy. Und einer Trockentrenntoilette auch hier. Auf Wunsch, vieles möglich. Wenn ihr es wissen wollt, fragt an. Toll. Ja, auch hübsch, auch hübsch. Könnte mir jetzt und der Vorteil ist, der Alkoven 80 cm hoch, da kann man sich dann auch mal anlehnen und ein Buch lesen. Das war der 422A. Sind wir hier am Stand von Robel angelangt und hatten ein nettes Vorgespräch. Und jetzt geht die Musik los. Und wir gehen mal rein. Und jetzt probieren wir es nochmal. Ich war nämlich schon drin, aber dann ist die Musik losgegangen und habt ihr nichts gehört. Das ist quasi der Innenraum rechts, dann mit den Betten. Die Bettenmaße sind hier in dem Fall, weil es ein Sondermaß ist, 1,95 links und rechts. Normalerweise ist auf dieser Seite 1,95 und auf der linken Seite sogar 2 Meter. Aber hier ist auf Kundenwunsch noch etwas geändert worden. Nämlich seht ihr gleich die Hecksitzgruppe etwas verlängert. Deswegen hat man die Betten kürzen müssen. Und dann der Schwenk nach links. Hier ist quasi typisch für Robel. Das Rundwaschbecken ist aber normalerweise im M-Modell drin, hier in diesem K-Modell als Option dazu gebaut worden. Und dann hier die Hecksitzgruppe mit dem höhenverstellbaren Tisch. Und dann, man kennt es, die üblichen Verdächtigen, Kühlschrank, Ablagen, Absorber. Aber auch hier kann man sich alles zubestellen, was man möchte, ob Kompressor oder Absorber, was man möchte. Jetzt öffnen wir mal hier das Bad. Schöne, stabile Türe. Wunderhübsch. Schön zum mit einer Acryltüre abzuschließen, schöne große Duschwanne, Stehhöhe. Ich stehe jetzt nicht in der Dusche, ich stehe quasi davor, aber auf Höhe der Dusche. Ich bin 1,83 groß und ihr seht, also Stehhöhe ist schon enorm. Und auf der anderen Seite gibt es dann eine Trenntoilette, was auch sehr schön ist, auch von Robel designt, selber hergestellt und mit Softclose. Verschiedene Ablagefächle und wirklich sehr, sehr einladend.
Und hier noch ein Blick in den Doppelboden, was übrigens auch sehr angenehm in dem Fahrzeug ist. Der Boden hat hier eine Ebene, sprich, man hat quasi keine, ich finde mal so, keine Tritte oder Übergänge im Boden von vorne bis hinten. Alles eben. Das ist der Tritt zum Bett. Und Schibi wollte unbedingt mal das Bett ausprobieren. Und wupp, weg war sie. Oh. 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 Schibi, ohne Geräusche bitte. Oh. Und hier nochmal einen Blick hinten von da. Hecksitzgruppe. Aua. Und Schibi steigt aus. Oh. Sehr bequem. Ja. Und hier ist dann nochmal die Durchsage. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Ihr seht die Heckgarage auch recht groß. K680 HD. Wir haben uns gerade unterhalten, für was es HD ist. D ist für Dusche und Hecksitzgruppe. Jetzt gehen wir mal rein, geschwind. Ich gehöre nicht. So, hier ist jetzt zum Beispiel mal das Modell ohne diese Eckküche mit dem Eckwaschbecken. Auch wunderschöne Hecksitzgruppe. Tisch natürlich höhenverstellbar, klar. Oben schöne Schränkchen, viel Stauraum, Top-Verarbeitung. Wie gesagt, dadurch, dass es sich hier um eine Manufaktur handelt, bei Robel, sind natürlich spezielle Wünsche möglich. Und im Gegensatz zum Kollegen drüben mit Längsbetten hat man hier Querbetten im Alkoven. Aber ansonsten die Verarbeitung tippitoppi. Und auch hier im Querbett ausreichend Platz. Über 2 Meter auf 1,60 Meter. Das wäre mein Kuschel-Eck. Jawohl. Das sieht doch gemütlich aus. Wirklich massiv. Und jetzt gehen wir nochmal geschwind ins Bad. Hier geht's so rum auf. Nichts passiert. Da ist ein Stopper sogar drin in der Türe. Auch hier wieder die Robel-eigene Trenntoilette. Wunderschöne Materialien. Fensterchen im Bad. Und auch wieder eine große, ausreichende Dusche. Mit dieser Acryl. Türe, die dann zum Schließen geht, überall dann oben auch noch gesichert, dass nichts kleppert. Abtropfstange. Ja, schönes Fahrzeug. Ja. Also das waren mal die Robel-Modelle, kurz vorgestellt, wie gesagt, keine Roomtour groß. Die technischen Daten könnt ihr gerne erfragen. Und auch hier gibt es dann die große Heckgarage. Mit dem doppelten Boden. Wunderbar verarbeitet mit Airline-Schienen. Und wenn ihr Fragen habt, da könnt ihr sie stellen. Hier nochmal alle Grundrisse, die es bei Robel gibt. Es gibt dann sogar noch teilintegrierte und die Unterschiede zwischen M- und K-Modell. Das ist Echtholzfurnier oder CBL-Holzfurniere.